2:2 und damit 5. Satz im Viertelfinalspiel zwischen dem aufschlagenden Harald Baumgartl durch Kaspar Ramirez aus Nürnberg und dem jetzt aufschlagenden Linkshänder von TV Altdorf, Steffen Körner. Steffen hatte schon 3 Matchbälle vom 3:1. Spielt jetzt aber ein bisschen undiszipliniert. Nicht mehr taktisch so gut wie am Anfang. Und hektisch vor allem. Übermotiviert. Will das hier jetzt wieder Brechstange haben. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wenn ich richtig mitgezählt habe, steht so 2:5 oder 3:5 gegen Steffen Körner. Wenn ihr gewinnt, darf zur bayerischen Seniorenmeisterschaft. Wenn nicht gewinnt, muss da einbleiben. Möglicherweise steht es sogar 1:5. Ja. Also hat 5 Bälle gebraucht, um runterzukommen. Und 6:2. Das war taktisch wieder sehr clever und auch technisch natürlich gut gespielt. Kurz auf der Rückhand halten, tief in die Vorhand spielen und zum Block bereitstehen. Vier zu 7. Schöner Aufschlag, 7:5. Also Pause, 7:5 nach 15 Uhr Führung. Der war ganz bitter. Der kam richtig zur Unzeit. So, 2 gute Aufschläge. 2:6:8. Und alles wäre wieder offen. Wer immer hier verliert, ist natürlich ganz großes Pech von der Auslosung her. Denn verdient hätte es, weiß Gott, alle Beine. Hey! 8:8. Jetzt liegt natürlich der Vorteil eindeutig bei Steffen Dumpf. Er hat gute Aufschläge. 9:0. Und noch einmal ein Kantenball. 9, beide im 5.
sie ihn sehen. So, jetzt haben wir seinen vierten Matchball. Hauchdünn. Das sind diese Spiele, wo man wirklich sagen muss, eine Unentschieden wäre natürlich gerecht gewesen. Andererseits zwei Bauern in der Endphase des Entscheidungssatzes zugunsten von Harald Baumgärtel. Schade, dass Harald nicht mit zur Bayerischen darf. Vielleicht kann er ja nachrücken, was aber eher unwahrscheinlich ist. Und so wie es aussieht, ist auch Nobby Speckner ausgeschieden gegen Klaus aus Höchstadt. Damit auch für ihn der Traum zur Bayerischen fahren zu dürfen, vorläufig geplatzt.